Welcome, welcome, welcome! Willkommen zurück zur Too Bad Show, YouTubes erster und einziger Late-Night-Show. Wir haben es an anderer Stelle schon mal gesagt. Wir setzen uns hier bei der Too Bad Show ja immer für die Schwachen ein. Deswegen wollen wir uns heute mal einem der größten Prügelknaben der letzten Jahre widmen, der momentan ja wieder richtig auf den Sack kriegt. Finden wir ungerechtfertigt. Wer unseren Kanal schon mal etwas verfolgt hat, dem ist sicher aufgefallen, dass Fußball für uns mehr ist, als sich nur mit Funny Frisch verschmierten Fettfingern auf der Couch den Sack zu kraulen. Wir leben und atmen Fußball. Nur spielen nicht, weil wir zu gut sind für alle Altherrenmannschaften. Also, wie steht es denn eigentlich um König Fußball heutzutage? Vor knapp 7 Jahren sind wir Weltmeister geworden. Und wo stehen wir jetzt? Tja, wir wollen heute mal einen kleinen State of the Union Bericht des deutschen Fußballs wagen. Es ist ja eigentlich immer ein unausgesprochenes Gesetz gewesen. Profifußballer bekommen die meiste Kohle, fahren die heftigsten Schlitten. Führerschein nur nach Belieben. Haben die geilsten Eulen, Steuern zahlen, auch nur wenn man es einrichten kann. Alte zu Hause klatschen, ja mei, aber der spielt diese Saison aber auch gut. Falschaussagen vor Gericht oder Bestechungsgelder zahlen, wer glaubt, dass es anders geht, der hat die Welt nicht verstanden. War bis März 2020 auch völlig okay. Wir sind nichtsnutzige Vollversager, die im Dreck zu leben haben und die Kollegen in der Fußballblase leben in Saus und Braus. Zu Recht, wenn ihr mich fragt. Aber, und jetzt kommt das große Aber, sowas geht halt nur, wenn alle mit sich beschäftigt sind oder sich gegenseitig aufregen, wie sehr uns der gemeine Flüchtling das Land kaputt macht. Wenn jetzt alle kollektiv in der gleichen Scheiße stecken und ein tödliches Virus die Frechheit besitzt, nicht mal nur die Armen heimzusuchen, sondern ein ganzes Land kollektiv an einem Strang ziehen muss, dann klappt das mit der Parallelwelt halt nur so bedingt gut. Wenn Land auf, Land ab, alle Läden schließen müssen, sich ein Großteil der Leute in Kurzarbeit oder im Homeoffice befindet, da selbst die Haare immer länger werden, weil alle Friseure zuhaben müssen und alle bald wieder genauso aussehen wie Tante Käthe, ja, dann kommt's halt nicht so gut an, wenn du dir deinen Starfriseur einfliegen lässt, um dir den Undercut und den Nacken ausrasieren zu lassen, damit, wenn du im DFB-Pokal gegen den nächsten Zweitligisten rausfliegst, wenigstens deine Augenbrauen und Flieg hast. Wenn das dann zu Hause die ganzen Friseure sehen, die, obwohl sie ja wollen, nicht arbeiten dürfen und keine Ahnung haben, wie sie ihre nächste Rechnung bezahlen sollen, finden die das nicht ganz so cool. Auch uncool finden es sicher Polizisten, wenn sie dich über die Dächer von Essen jagen müssen, weil du illegal in einer Shisha-Bar ganz auf ruhig eine Traube Minzekopf mit deinen Assler-Kollegen rauchen wolltest. Und wenn du dann noch hinterher behauptest, alleine in der Bude gesessen und Basketball geschaut zu haben, oder uncool. Oder du dich unter der warmen Sonne im 5-Sterne-Resort in einem Schurkenstaat am Pool flätst und dann den Leuten in der Heimat empfiehlst, ja, dass doch alle Spieler alle zuerst geimpft werden sollen, weil dann bestimmt alle Querdenker Jochens und Telegram Ingos zur Vernunft kommen und sich impfen lassen wollen. Tja, die Rede ist natürlich von Herrn Rummenigge. Auch wir sind schon mit zu verzollenden Artikeln aus dem Nicht-EU-Ausland wieder in die Heimat eingereist und haben den Zollbeamten eine kleine Respektschelle verpasst. Einfuhrzölle sind eine Frechheit, finden wir auch, Kalle, alles kein Problem. Wenn man sich aber hinstellt und ernsthaft fordert, dass Spieler geimpft werden sollen, obwohl es noch nicht mal genug Impfstoff für alle heldenhaften Menschen im medizinischen Bereich und eure Oma Heite gibt, der muss da leider mit Gegenwind rechnen. Nur mal, um zu zeigen, dass nicht alle so sind. Jürgen Klopps Mutter ist kürzlich verstorben. Weil der aber nicht aus England einreisen kann, kann er nicht an der Beisetzung teilnehmen. Ist wirklich eine miese Sache. Aber Kloppo bleibt stabil und meinte, dass er dann, wenn die Umstände es erlauben, angemessen vor Ort trauern wird. Ist echt blöd für den, kann ja auch jeder nachvollziehen. Aber er bringt ein Opfer, so wie wir alle. Ist halt momentan einfach so. Apropos Opfer. Der Deutsche Fußballbund sieht sich ja schon länger als Opfer von bösen Staatsanwälten, frechen Medienvertretern oder auch missgünstigen Kollegen. Der größte Sportverband der Welt steckt in einer richtigen Identitätskrise. Der Anspruch muss sein, der Weltspitze anzugehören. Die Realität ist leider,
naja, höchstens Mittelmaß und so sympathisch wie Donald Trump als Schwiegervater. Den Amateurbereich lassen wir hier außen vor, da wird aus den vorhandenen Mitteln wirklich alles rausgeholt. Eine Nationalmannschaft, die von Negativrekord zu Negativrekord eilt und sich dabei fragt, warum eigentlich so gar keiner mehr Bock auf sie hat. Das ist so, wie wenn euer Dominosbote bei euch klingelt. Bestellt habt ihr nichts, bekommen auch nichts, aber er hat noch eine große Klappe und will extra viel Trinkgeld. Noch nie ist eine Nationalmannschaft so früh und kläglichst ausgeschieden wie bei der WM 2018. Noch nie waren die Einschaltquoten für Länderspiele so niedrig wie heute. Anfang November haben zeitgleich mehr Leute Glatzenhorsti und Bares für Rares gesehen als Jogis Trümmertrupp. Kurz darauf verlor unsere Nationalmannschaft übrigens auch wieder historisch schlecht gegen Spanien mit 0:6. Tja. Diese miesen Quoten jetzt einfach an den Spielern oder den miesen Ergebnissen festzumachen, ist viel zu einfach. Schließlich haben wir uns 2000 auch die ganzen Zitterpartien gegen die Färöerinseln und Co. angesehen. Mit solchen Weltklasse-Wadenbeißern wie Jens Jeremies oder Carsten Ramelow. Ja, es wird sicherlich ein sehr, sehr intensives Spiel sein, da halt... Wie bitte? Der ein oder andere, so alt wie wir, wird sich vielleicht noch erinnern. Nein, die Probleme des DFB sind viel tiefliegender. Der Fisch stinkt vom Kopf her. In lustigen Stuhlkreisen und Mediationen auf Schwangerschaftsbällen sitzend und mit Buddha-Figuren fürs richtige Chi wurde ein Projekt Zukunft entworfen. Eine Vision für den deutschen Fußball im Jahre 2030 und darüber hinaus. Ihr wisst schon, am liebsten gar keine Männer mehr, nur noch Frauen in allen Positionen und Ebenen. Der Fußball ernährt die Armen in Deutschland, alle sind dadurch reich und trotzdem hat keiner zu wenig. Gewalt ist nur noch ein Begriff im Duden und jeder Verein steht wirtschaftlich gut da und meist werden dieses Jahr auch alle. Wie bitte? Der Profi- und Amateursport gehen endlich Hand in den Sonnenuntergang und auf jeder Position wachsen wie durch ein Wunder für jede Position gleich 4 neue Messis heran. Die Realität sieht aber deutlich finsterer aus. Seit 2017 haben die deutschen Nachwuchsnationalmannschaften von 7 möglichen Turnieren ganze 4 verpasst. Einfach zu grottig. Das muss man sich mal geben. Die Nachwuchstrainer schlagen reihenweise Alarm. Die Marktwerte deutscher Nachwuchsspieler liegen deutlich hinter denen aus zum Beispiel Frankreich oder Spanien. Wer dauerhaft an die Weltspitze möchte, sollte vielleicht hier eher mal verstärkt ansetzen. Während man eigene Durchgangstunnel zwischen Flieger und Terminal baut, damit keiner die Spieler nach einer WM, in der die Jungs uns auf dem ganzen Globus zum Volldeppen gemacht haben, mit Eiern bewerfen kann, sollte man den Bimbis vielleicht eher in neue Fußballplätze investieren. Gescheite Infrastruktur, damit die Götzes von morgen sich nicht freiwillig in Eis und Schnee auf dem Parkplatz umziehen müssen, weil das Vereinsheim von innen baufälliger ist als jede Brücke in Genua. Vielleicht sollten Bierhoff und seine Marketing-Sörens, die jeden Morgen die schwierige Entscheidung treffen, ob das heutige Hemd zum navy-blauen Anzug lieber hell oder dunkel sein sollte, anstatt Umfragen, ob der Name Die Mannschaft den Menschen jetzt eher zusagt oder nicht, versuchen, die Kinder von den Bildschirmen weg und auf den Bolzplatz zu bringen. Wohlstandsverwahrlosung hat Mehmet Scholl das kürzlich genannt. Das sage ich jetzt auch immer meinen Verwandten, wenn sie fragen, warum ich mit fast 30 noch immer so ein wertloses Stück Dreck bin. Dann bin ich nicht mehr faul, dumm und wäre besser abgetrieben worden. Nein, ich bin wohlstandsverwahrlost. Es hilft sich ja auch nicht, dass die Steuerfahndung mittlerweile öfter das Präsidium aufsucht als Ullas Brötchenwagen von Dietz. Den DFB umgibt ein Hauch von Klingel. Amigo-Geschäfte und Hemdsärmlichkeiten sind hier anscheinend eher die Norm anstatt der Ausnahme. Das hat natürlich keine besonders gute Außenwirkung. Vom Skandal um die Vergabe der WM 2006 wollen wir hier gar nicht erst anfangen. Die Mauscheleien und illegalen Gefälligkeiten gehen zurück bis in die 90er Jahre. Und viele der Kollegen sitzen noch immer im Präsidium. Dass die keinen Bock haben, ihre fürstlich bezahlten Posten aufzugeben, weil ein paar Hippies eine Version für einen neuen, reformierten deutschen Fußball haben, ist ja wohl klar. Ganz ehrlich, würde ich auch so machen. Wenn ich DFB-Präsident wäre, würde ich jeden Tag extra in die Schweiz ein- und wieder ausreisen. Und bei der Ausreise hätte ich so viele Hüblos am Arm, dass ich aussehe wie so ein Verkäufer am Strand von El Arenal. Eine Nationalmannschaft eignet sich halt auch nur so lange als Marketing-Cash-Cow, wie man erfolgreich ist. Vielleicht sollte Olli Bierhoff mal ein Praktikum bei Apple versuchen. Die haben da sicher mehr zu bieten als die Auswahl der besten Spieler einer Nation. Denn die Jungs sollen vor allem eins
einen jeden von uns und unsere Nation als Ganzes auf dem gesamten Globus vor Milliarden von Zuschauern zu vertreten. Wenn Sie das gut machen und danach vielleicht noch Zeit haben, können Sie sich in Herzog Aurach in den Windkanal stellen und irgendwelche unsdämlichen Slogans wie First Never Follows in die Kamera schielen. Und weil wir Sprichwörter so sehr lieben, bleibt hier nur noch zu sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Geht dafür, musst du zahlen. Ihr seht also, es geht unserem Sorgenkind Fußball und seinen Vertretern, naja, nicht allzu gut. Aber wir wären nicht wir, wenn wir auch nicht immer einen Lösungsvorschlag parat hätten. Erstens, Yogi bekommt die letzte Nivea-Ölung und Jürgen Klopp wird neuer Bundestrainer. Zweitens, Lothar Matthäus wird neuer DFB-Präsident. Auch, damit es endlich wieder geile neue Pressekonferenzen gibt. Bitte? Drittens, die gesamte Funktionärsebene des DFB wird entlassen und komplett durch Beamte des Zoll ersetzt. Viertens, die Fußballer werden als Letzte geimpft und müssen ehrenamtlich bei Salon Constanze halbtags die Haare wegkehren. Und fünftens, wenn Corinna vorbei ist, stuft das Auswärtige Amt die Allianz Arena als Hochrisikogebiet ein und nur pakistanische Stadionsklaven aus Katar dürfen sich unentgeltlich die Spiele des FC Bayern ansehen. Für alle, die sich jetzt denken, wow, TBS macht schlau, bitte unten abonnieren, liken und kommentieren. Ihr könntet uns zum Beispiel vorwerfen, dass wir einfach nur neidisch auf den Erfolg wären und nur zu fett und deswegen damals auf dem Bollplatz immer ins Tor mussten. Und ihr hättet mit beidem recht. Falls sich jemand auf den Schlips getreten fühlt, too bad. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Ailton. Nix. Oh, fern. Bitte. Der DMB. Der DMB, Junge. Mann! Yeah!